Einige Unternehmer beklagen sich, dass die jungen Leute, die da kommen, um eine Lehre zu machen, manchmal nicht mal Grüß Gott, bitte, danke sagen können. Fällt dir das auch auf, dass da vielleicht was im Thema Kultur und Grundsatz, die Basics irgendwie manchmal einfach fehlen? Ja, auch hier ähnlich wie bei der vorangegangenen Frage, das sind Zeichen der Höflichkeit. Das ist so wie das Basiswissen einer Bildung, ob mir ein Mensch sympathisch ist oder nicht. Man sollte jeden Menschen, der einem begegnet, höflich grüßen können, mit dem wir zu tun haben. Gewisse Umgangsformen sollte man von zu Hause schon mitbekommen, nicht erst in der Schule oder im Kindergarten. Und ich glaube nicht, dass die Umgangsformen in den letzten Jahren sich zunehmend verbessert haben, und wir müssen hier auch aufpassen, wen wir einstellen und welche Leute wir einstellen und ihnen die Chance geben, sich im Unternehmen noch so zu etablieren, so zu behaupten, dass sie sich allenfalls auch positiv noch anpassen können. Wir arbeiten daran.